Guten Morgen, meine Freunde. Es geht weiter. Wir haben den zweiten Wintertag. Ich habe gestern noch das Nahrungsmittellager fertig gebaut. Ich habe die Giebel beendet. Und ich werde heute noch, beziehungsweise nach dieser Folge hier, werde ich alles, was Lebensmittel ist, ins Lebensmittellager tragen. Also es wird nichts mehr hier im Materiallager bleiben, was essbar ist. Das schaffen wir alles ins Lebensmittellager. Aber das ist so uninteressant, dass ich euch damit nicht jetzt hier belästigen möchte. So, wir brauchen auf alle Fälle noch, jetzt muss ich erstmal schauen, können wir überhaupt einen zweiten Holzfäller in unseren einstellen. Verwaltung, Gewinnung, Holzschuppen, F. Nein, also, wir können einen Lehrling zuweisen, aber den haben wir ja noch nicht. Den haben wir ja noch nicht, einen Lehrling. Also brauchen wir noch einen zweiten Holzschuppen, damit wir noch einen zweiten Holzfäller haben, damit wir genügend Baumaterial haben und genügend Heizungsmaterial. Wir brauchen Bretter, wir brauchen Stämme, wir brauchen sämtliches Baumaterial aus Holz. Deswegen werden wir hier hüben. Auf neben hier werden wir noch einen Holzfäller aufstellen. Ja. Oder gehen wir weiter hier rüber. Na, die gehen ja eigentlich auf Arbeit. Brauchen wir ja eigentlich gar nicht so sehr weit wegzubauen, das Ding. Sondern die schleppen das Zeug ja schon hem. Also, da stellen wir mal den zweiten Holzfäller auch gleich hier hinten hin. Denke ich mir. Hierher. Genau, ein Stück weiter, ein Stück ab vom anderen. Aber wir stellen den hierher. Die Stecke machen wir hier weg. Alles, was an Baumaterial hier rumsteht, werden wir erstmal aufsammeln. Vor allem die Steine brauchen wir ja auf alle Fälle. Das Fundament. Genau. Vor allem, wenn wir wirklich unser Dorf entwickeln wollen, da brauchen wir unbedingt diese Baumaterialien. Deswegen brauchen wir schon einen zweiten Holzfäller. So. Jetzt haben wir eigentlich hier genug Platz gemacht, denke ich mir. Jetzt können wir den hier herstellen. Also, Häusel. Gewinnung. Einen Holzschuppen. Nee, bis zum Holzschuppen 2, da haben wir noch viel zu viel, um Gottes Willen. Da brauchen wir ja noch über 2000 Punkte. Also. Den stellen wir auch mal so her. Jawohl. So, wir brauchen 8 Steine, 7 haben wir bloß. Na, da holen wir uns den 8. Perfekt. So, jetzt müssen wir ja trotzdem nochmal Bäume fällen. Wir brauchen jetzt hier 6 Holzstämme. Also, Axt raus. Habe ich überhaupt noch eine Axt einstecken? Darf nur 3. Einfaches Haus freigeschaltet. Also können wir uns jetzt schon bald neue Häuser bauen. Da werden wir nämlich gar nicht mehr mit den kleinen Hütten anfangen, sondern da bauen wir nämlich demnächst gleich die einfachen Häuser, wo mehr Schlafplätze sind.
die Stüppen, die lasse ich jetzt mal stehen. Hier, die sollen ja alle wieder wachsen. Die rupfe ich mal nicht raus. Die grabe ich nicht aus. Nach zwei Jahren, dann sind sie, glaube ich, wieder da. Wenn wir sie nämlich entfernen, sind die Bäume unwiderruflich weg. So, was brauchen wir jetzt noch? Hopp. Hier brauchen wir noch mal zwei Stämme. Den einen Holzstamm und 8-mal Stroh. Stroh holen wir uns vorne. Müssten wir ja noch welches haben. Ah, wir sind auch schon wieder schmutzig. Oh, ist hier drin. So, schauen wir mal. Oh, oh. Nee, da kann ich mir auch gleich welche holen. Ob ich nun die 3 hole oder ich hole alle 8 da drüben. Also müssen wir doch zitten. Hier rüber, über die Brücke. Wir gehen über die Brücke. Dann nehmen wir gleich wieder etwas mehr mit. So, das dürfte jetzt erstmal reichen. 64 mal Stroh. Jetzt hätten wir bald die Ente tot getreten. Und Stöckchen nehmen wir auch gleich nochmal mit. Und Steine. Denn unsere Axt ist auch bald wieder hinüber, denke ich mir. So, wenn wir jetzt den nächsten Holzfällerschuppen oder Holzschuppen gebaut haben, gehen wir mal rüber ins andere Dorf und schauen mal, ob wir da drüben irgendwelche Leute für uns finden. So. Fällten jetzt noch. Ah, hier hinten fällt noch Bretter. Ein Holzstamm. Bauarbeiten abgeschlossen. Jawohl, jetzt ist er fertig. Gut. Jetzt können wir nämlich hier schon jemanden wieder einstellen, beziehungsweise. Ja, ich weiß noch nicht, was ich so richtig mache. Ob ich mir jetzt schon mal ein größeres Haus baue. Wir kennen ja schon mal Fundament legen.
Da brauchen wir bestimmt viele Steine. So, wir können das andere Haus bauen. Genau, das werden wir auch gleich hier daneben setzen. Oder hier neben das Feld. Das Beet, genau. So. So, alles klar. Kuh. Häuser. Und wir können uns jetzt das Haus bauen. So, da gehen wir ein Stück zur Seite. Genau so neben das, so in etwa parallel zu unserem Karottenbeet, würde ich das herbauen. Sieht sehr gut aus. Ein Stein fehlt noch fürs Fundament. Naja, Steine müssen wir eigentlich genug hier finden. Wir brauchen dann bestimmt auch welche. Wir haben ja Steinwände jetzt. Für die Wände. Können wir ja gleich mal ein paar mehr Steine suchen hier. Aber ich denke mir, diesen Spaß werde ich nachher machen. Wenn ich drüben in wie heißt das Dorf? In Klonika war und mir noch einen Holzfäller gesucht habe. Da werden wir jetzt gleich mal niederlaufen. Wir schauen auch gleich mal, ob wir noch was mitnehmen können, was wir da drüben noch verkaufen können. So, die hauen wir mal hierher. Die Steine, die packen wir mal hier gleich hierher. Die brauchen wir nämlich nicht mitnehmen. 12 Steine. XEF, zack, schmeißt die hierher. Genau. So, da schauen wir jetzt erstmal. Nee, wir gehen uns erstmal waschen. Nicht, dass wir schon wieder riechen und uns aus dem Dorf jagen. Ein Stück trinken müssen wir auch und essen müssen wir auch was. So. Wir gehen erstmal was trinken. Da habe ich gedacht, da drüben stehen die Wölfe. Aber steht keiner drüben. Ne, es bewegt sich nicht, dann ist es auch kein Wolf. Es bewegt sich nicht. So. Trockenfleisch, haben wir immer noch was. Hier mal Trockenfleisch und keine Vergiftung. Frag mich immer noch, was mich in den letzten Folgen vergiftet hat. Keine Ahnung. So, gut. Wir schaffen das jetzt erstmal weg und schauen mal im Materiallager, ob wir noch irgendwas zum Verkaufen haben. So, da schauen wir mal. Also, die Äpfel, die kann ich erstmal rausschmeißen. Die wollen wir auf alle Fälle nicht. Die einfache Fackel, was haben wir noch drin? Eine einfache Schuhe, die räume ich bei mir in die Hütte mal rein. Die 22 Federn kann ich eigentlich verkaufen. Die getrockneten Feigen, die kommen raus. Die brauchen wir als Geschenk. So, was haben wir noch? Unsere Hose, das kann ich bei mich in die Hütte schmeißen. Das muss ich auch machen. Stecke. Raus. Stroh. Raus. So, gut. Was haben wir hier drin, was wir mitnehmen können? Den Bärenwein. Dreimal nehmen wir mit. Bei uns im Dorf wird jetzt nichts getrunken. Alkohol dulden wir nicht. Zurzeit. So, was haben wir noch? Eisenpfeil, Federn, Fischbär, die brauchen wir. Gebratenes Fleisch haben wir noch. Feigen, den Hirschschädel, den verkaufen wir auch nicht. Hopfen, Kohl. Kupferhammer, Käse,
Leder. Met. Nehmen wir die Flasche nehmen wir auch mit. Tonvasen, die bringen ja alles nichts. Alles klar. Denn wir müssen auch an die Steuer denken. So, jetzt räume ich erstmal meine Taschen aus. Räume ich mal bei mir in die Truhe rein. Was ich da reinräumen kann. Also breitwegerig, den brauchen wir. Meine einfachen Schuhe, die sind für den Sommer oder für den Frühling. Dann die Federn behalten wir. Den Google, den haben wir an. Die Holzschaufel raus, die Holzschaufel raus. Die Hose tut man auch raus. Den Pelzumhang, den tun wir auch raus. Dann den Rekufbogen behalten wir dabei. Die Steinaxt behalten wir am Mann. Steinpfeile, Steinpfeile, die Stiefel, das Trockenfleisch. Ne? So viel kann man gar nicht rausräumen. So, die Steinpfeile, die tun wir wieder. Halt, müssen wir erstmal wieder hier rein. Entsockeln und wieder sockeln, dass wir alle im Köcher haben. So. F und 70 rein. Genau. Und jetzt legen wir uns einen Wegpunkt hinüber nach Plonika. Ach ja. Legen wir dorthin. Und das ist diese Richtung. Da laufen wir mal rüber. Bogen in der Hand. Um zu schauen, ob wir Leute finden. Was ist denn das? Sind die Wiesens? Ist nicht so schön. Wir gehen aber über die Brücke. Wir gehen nicht durchs Wasser. Da werden wir die mal ein bisschen versuchen zu umgehen. Nicht, dass sie uns wieder gleich angehen. Wo sind sie? Da hinten. Also, da machen wir mal einen etwas größeren Bogen um die. Das geht, müsste gehen. Das sind die Fixe. Wir heulen doch die Wölfe, oder? Ich höre schon wieder Wölfe heulen. Da unten sind Hirsche. Dachs. Immer vorsichtig sein. Immer mal gucken. Nicht, dass hier irgendwas auflauert. Wir sind jedenfalls gleich in Plonika. Schauen wir mal. Nee, das ist wahrscheinlich auf der anderen Seite des Dorfes. Das Lager der Arbeitssuchenden. So, gibt es denn hier einen Händler? Hier gibt es Händler. Das ist ein Jäger. Ist das eine Jagdhütte? Nee. Keine Ahnung. Da vorne ist das Lager. Alles klar. Hier ist ein Schneemann. Ist das hier eine Jagdhütte oder was ist das hier? Oh, das sieht aber bei denen hier aus. Drei Stöcke gefunden. Na ja, gut. Was ist denn das für eine Hütte hier? Oje, oje, oje. Da gehen wir mal lieber.
Chopping animals are two entirely different things. Because of the taxes or what? How can I help you? Zeig mir deine Ware. Ach, das ist die mit den Salzbrezeln. Nee. Leb wohl, mach's gut. I need a new knife, but don't have the time to craft one. Where's the stone knife seller when you need one? Do what they say, but do not get too close to them. Kräuterhütte muss ja hier auch irgendwo sein. Noch ein Schneemann. Was findet man denn in den Schneemännern alles? Lieber drei Stöcke. Hier ist eine Kräuterhütte. Die Kräuterhex. Bezurka. Ja, zeig mir deine Ware. So, dir kann ich was verkaufen. Bärenwein. Ne? Ich krieg bloß noch 20 dafür. FEF kriege ich wenigstens 60. Dann die Federn. Die verkaufe ich dir auch. Komm, kriege ich 11 davor. Den Met, na, da kriege ich wenigstens 80. So, was haben wir denn noch drin? Ne? Trockenfleischstöcke, ne, Stiefel brauche ich, das sind meine Stiefel, nichts weiter. Leb wohl. So, jetzt schaue ich mal hier vor, ob ich dort noch irgendwo einen Holzfäller finde. Kann auch eine Holzfällerin sein. So, finden wir hier irgendwas? Nö. Nee. So, was sind denn hier alles für Leute? Die Katzimira. Die hat eine 2 in der Gewinnung. Und wie alt ist er? Hallo. 22. Mhm. Leb wohl. Hugudara. Die hat eine 1 plus. Den haben wir, die Lamberta. Die hat eine 3 in der Gewinnung. Und wie alt ist er? 23. Have a nice day. And some Dobromira. And a roof over my head, of course. Die hat auch eine 2. Am I too demanding? How can I help you? Ist 21, alles klar. Have a good day. So, wer ist das? Der Drogomil. There's something hypnotizing about eine 1 in der Gewinnung, nein, das ist mir nichts. Und der Nimoy. Das hat auch bloß eine 1 in der Gewinnung. Also du kommst, ihr zwei Männer kommt schon mal gar nicht in Betracht. So, jetzt muss ich mich entscheiden. So. Die Katzimira. Die hat eine 2 in der Gewinnung. Die sieht auch noch am ansprechendsten von allen dreien aus. Naja. Ja, die könnte man in unser Dorf holen. Die ist 22, die ist halt 3 Jahre älter als wir. Bin gerade dabei, eine neue Siedlung. Großartig, sehen wir uns dort. So, gut. So, und der weist mir gleich mal und das andere Haus zu. Und zwar Verwaltung. Häusle. In das kleine Haus zieht sie ein. Lernslot zuweisen. F.
Perfekt. Bestätigen. Gut. Und die kriegt auch gleich einen Job im Holzschuppen. F. Tazimira, jawohl. Produktion nicht eingestellt. Die wird herstellen. 100% Holzstämme. Und wenn sie dann bei uns eingezogen ist, dann wird ein anderer in den Holzschuppen arbeiten. So. Wir gehen jetzt auch wieder nach Hause. Genau. How are all those candles lighting up by themselves? Ist schon wieder, wird schon wieder spät. Wie spät haben wir es denn? Naja, wir machen gleich wieder alle Feierabend hier. Wir legen uns aber trotzdem nochmal einen Wegpunkt nach Hause. Ach, das habe ich noch gar nicht gelesen. Unser König ist Viktor der Erste der Gierige. Viktor der Gierige, na klasse. Da haben wir aber auch ganz schön einen Hauptgewinn gezogen mit unserem Herrscher. Der Gierige. Da scheint es gut zu gehen hier. Die singt. Die singt. Guck an. Hier lang müssen wir. Können wir hier am. Gibt es hier irgendwelche Wege? Moment, wir schauen mal auf die Karte. Ne, da wollen wir auf alle Fälle mal nicht hin. Also müssen wir doch am Ufer lang hier. Oh, hier gibt es wieder viel Wild. Wollen wir mal einen Bogen zücken? Gibt's doch gar nicht. Schlechter Schütze. Wir müssen unbedingt das Schießen üben. Wieso kann das denn nicht aufheben? Hier hinten ist noch ein Steilpfeil, also hat keiner von meinen Pfeilen getroffen, wie es aussieht. Ist so keine Blutspur hier. Da vorne sind schon wieder die Wiesens, die können wir nicht wegmachen. Das wird nix. Ich habe eigentlich 3 Pfeile auf das Vieh abgeschossen. Naja, wir werden schon noch eins, wir brauchen noch ein bisschen Fleisch. Da oben stehen sie doch wieder. Den habe ich. Der ist schon so gut wie weg.
Jetzt hat's ihn gelegt. Gut. Hier ist noch ein Steinfeld, den hat er verloren oder abgeschüttelt. Ja, damit noch irgendwo ein Pfeil rumliegen? Nein, gut, aber wir haben einen Hirsch geschossen. Ja, mit meinem Pfeil und das ist kein Messer dabei. Oh, müssen wir uns ein Messer, ein Steinmesser bauen. Aber das geht ja relativ schnell. Ui, kein Messer dabei, das ist schlecht. Schlecht ausgerüstet auf die Jagd gegangen. Das ist sträflichst, sträflichst. So. Also bauen wir uns mal fix das Messer. So, jetzt halten wir das Ding. Gut, ich trage jetzt das Fleisch nach Hause und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. 6-mal Leder und 15-mal Fleisch. Alles klar, meine Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und zwar früh morgens, wenn ich mich ausgeruht habe. Da werden wir mal sehen, was wir noch veranstalten jetzt über den Winter. Wir werden auf alle Fälle viele, viele Werkzeuge bauen müssen für unsere Jäger. Für unsere Holzfäller vor allem. Müssen wir mal schauen. Und ich werde... kann auch sein, dass ich mich erst wieder im übernächsten Tag melde, denn wie ich Steine sammle und Stecke sammle für Messer und Äxte, das ist ja nun nicht das Berauschende am Spiel. Genau, ich werde auch die Lager umräumen, ausräumen und umräumen, damit wir endlich Ordnung haben. Und wir sehen uns dann im vorletzten Wintertag sehen wir uns wieder. Ne, letzten Wintertag. Wir haben ja schon den zweiten Wintertag. Alles klar, letzten Wintertag sehen wir uns wieder. Alles klar, meine Freunde, bis zur nächsten Folge.